Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ja, wir waren beim Friseur. Wir haben eine neue Frisur. Und das war's. Nein, ich war in der Zwischenzeit mal in Hogsmeade unterwegs und habe ein paar Bücher eingesammelt. Und ich weiß immer noch nicht, warum das Gesicht im Game so komisch aussieht. Und es ist jetzt ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Ja, ich bin sehr stolz. Wie viele haben wir eigentlich? 17. Naja, gut. Lass mal drin. Ich muss mich jetzt gerade mal eben wieder orientieren, wie weit wir hier sind. Tierchen. Nein, ich habe jetzt. Mag jetzt nicht. Okay. Lass uns mal gucken, was wir an Quests haben. Aufträge. Okay, die sollten wir eigentlich beide kaufen können. Beschaffer, Tester, Donnergebräu. Wir haben so viele Quests angenommen. Finden die restlichen Hausmärkte. Koboldsteine. Oh Gott, wir haben so viele Quests angenommen. Gladwin Moon. Das ist auch so eine anstrengende Quest. Ich glaube, die Demigeist. Oh Mann, haben wir viele Quests. Wie viele Demigeists haben wir denn? Haben wir überhaupt welche? Nee, ne? Doch. Ein. Wow. Uff. Boah. Ich überlege jetzt gerade, ob ich die Demigeist nicht lieber alleine mache. Ohne euch. Weil es ist ja letztendlich nur rumrennen durch Schloss und also durch Hogwarts, durch die Stadt und ja, immer wieder Revioso drücken und hoffen, man sieht einen. Und kommt auch dran. I don't know. Ich weiß jetzt gerade nicht. Wir könnten auch erstmal nach Hogsmeade gehen und die Tränke und die Pflanzen kaufen. Ich glaube, dann hätten wir es schon mal wieder. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja. Zwei Quests erledigt. Und könnten dann, glaube ich, auch die dritte abgeben. Da haben wir was. Da fehlen auch noch zwei. Ey, Level up. Hier mit den Dingern habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Nee, das meinte ich gar nicht. Hier müssen wir nur den Schlüssel finden. Diese Dinger hier. Weiß ich immer noch nicht, wie die funktionieren. Revelio. Ich habe doch gerade einen Schlüssel gehört. Revelio. Ich höre einen Schlüssel. Ich sehe ihn nicht. Wer sieht den Schlüssel?
Es ist halt die Frage. Ich sagte doch, du bist sehr clever. Clever? Ob ich überhaupt auch nur versuchen will, irgendwo Richtung 100% zu gehen. Ich denke eher nicht. Weil das würde, glaube ich, den Rahmen eines Let's Plays sprengen, aber. Ah, hier geht's zu wem? Gryffindor? Ja. Hat die gerade gesagt, ich soll verschwinden? Hab ich das richtig gehört? Ich habe mich immer noch nicht entschieden, was wir machen. Revelio. Oh, hier gibt es ein Konzert. Schon wieder so ein Ding. Es ist so lange her. Ich wünschte, ich könnte das alles rückgängig machen. War jetzt nur eine Vermutung, weil es halt Revelio. Drache, Schale, Feuer. Hat sogar mal gepasst. Ich glaube, der Poltergeist schämt sich für gar nichts. Sammeln, weil Tag ist. Okay, dann würde ich sagen, warten wir mal auf die Dunkelheit. Wenn wir schon einen finden, dann nehmen wir noch mit. Du gehörst mir, Demigeist. Genau. Da haben wir zwei von. Ich glaube, erstmal sind 9 und danach kommen, glaube ich, nochmal 13. Aber wo ist denn hier der weinende Geist? Müsste der nicht hier sein? Ah, ich weiß nicht. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus bei Harry Potter. Geht's hier hin? Oh, da ist ein Buch. Kann man das anzünden? Oh. Ups. Wie komme ich denn da dran? Okay. Ah. Weiß ich auch nicht, was das Ding macht. Unglaublich.
war das? War das ein Schlüssel? Kann sein. Nein! Verdammt! Nein, ich hab doch gerade... Ah! Hier irgendwas? Da unten? Ne. Mein Hogwarts ist nicht gerade klein, ne? Da kann man schon viele Bücher, Seiten und Demigeist verstecken. Jetzt suchen wir doch Demigeist. Was ich eben noch gesagt habe. Nö, sollten wir nicht machen. Sollte ich alleine machen. Was ist dieses Pling? Ich bin fest. Eine Truhe. 60 Gold. Können wir da rein? Ja. Hallo, Homura. Hallo, Mora. Tada! Du gehörst mir, Demigeist. Sehr schön. Das Pling gehört einfach nur zu dem Zauber, kann das sein? Okay, das ist wieder so ein... Ein Rätsel, von dem ich nicht weiß, wie es funktioniert. Revelio. Architekt Kai. Kommen wir hier rein? Nö. Revelio. Revelio. Ich sollte nachsehen, ob ich an allen Orten in der Schule Zenobia Steine finde. Entschuldige, was hast du gesagt? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Ich habe jetzt echt nicht zugehört. Oh Mann. Revelio. Die Büste von Ravenclaw. Schätze, hier komme ich nie rein. Toll. Für exklusive Mitglieder aus dem Haus Ravenclaw.
Revelio. Ich dachte, ich käme hier auch noch weiter nach oben, aber gucken wir nochmal hier. Ansonsten gehen wir wieder zur Treppe. Was denn hier? Nee, will ich nicht. Alle Schüler schlafen, nur wir nicht. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Nee, finden wir nicht. Das habe ich mir abgeschminkt. Hä? Wo geht's? Ach, da geht's weiter hoch. Die Zenobia-Dinger werde ich nie finden. Da bin ich mir sicher. Revelio. Da ist ein Schlüssel, wo? Wo gehört der hin? Lumos. Wo gehst du hin, Mutter? Schlüssel. Muss ich ja zurück, verdammt. Wo ist er denn jetzt hin? Revelio. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ach. Mann, lass dich doch nicht immer ablenken. Du wolltest den Turm hoch. Das Treppenhaus, das einen ganz besonderen Namen hat. Obwohl, die Treppen waren doch... Waren die so im Kreis? Im Film? Ich glaube nicht, oder? Revelio. Aber gut. Film hat sich auch nicht unbedingt an die Buchvorlagen gehalten, ne? Kommt Ringo. Wie komme ich? Wie kriege ich? Hallo? Wie komme ich da dran? Die ist ja noch höher. Treppe noch weiter hoch? Könnte ich die irgendwie... Ah! Ach, okay. Revelio. Turm der großen Treppe. Gehen wir mal hier gucken. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Warum willst du das immer tun? Ach, da oben. Voilà. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Das weiß ich auch nicht. Revelio. Ich vermute jetzt mal, immer wenn sie das sagt, ist einer in der Nähe, ja? Wieder was gelernt. Ich muss mir selber zuhören. Die sind anscheinend gar nicht so schwer zu finden. Da ist noch einer. Oh, der ist über mir. Okay. Habe ich dann jetzt auch einen gesehen? Revelio. Jetzt gucke ich noch die ganze Zeit nach oben. Komm ich hier durch? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde.
Existiert denn noch einer, weil sie das jetzt wieder gesagt hat? Das ist die Trollrüstung. Bis hierhin waren wir. Oh, da habe ich schon wieder was übersehen. Zentaurenrüstung. Gibt es noch mehr Rüstung? Da. Aus Elfenrüstung. Dann gehen wir nach oben. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobia Steine finde. Das ist richtig. Revelio. Was für eine Riesentruhe. So, ist der jetzt hier drin? Ne, der ist noch höher. Revelio. Der ist doch... Ne, der ist in der Etage über uns. Demigeil, oder? In den Schloss. Toll. Kann ich alles nicht aufschließen. Revelio. Höher. Jenny macht's bling. Mann. Was ist das? Oh, da komme ich wohl nicht durch. Revelio. Wasserspeier von dem Schulleiterbüro. Ah, okay. Den müssen wir irgendwie... An die Dinger kommen wir erst dran, wenn wir ins Schulleiterbüro kommen. Na gut. Revelio. Können wir überall erst rein, wenn wir dem Hausmeister weitergeholfen haben. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobia Steine finde. Jetzt sagt sie es, aber hier ist nichts. Revelio. Also ich sehe hier nichts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Wir haben hier oben jetzt aber alles, oder? Ich glaube schon. Ich würde sagen, wir reisen jetzt wirklich mal nach Hogsmeade. Und zwar, wir müssen einmal zur Kräutertante. Die war die hier. Das war die, glaube ich, ne? Und da ist der Pippin. Dann gehen wir hier hin. Und dann, ja. Dann müssen wir nur mal eben gucken, noch welche Trinke und Donnergebräu, glaube ich, brauchten wir. Eine Alraune. Und noch irgendwas. Dann können wir dann schon mal, wenn wir das alles kriegen, 3 Quests mindestens abschließen. Schöner blauer Hintergrund. Wundervoll. Dem. So, und sonst so? Läuft bei euch oder? Alles gut? Auf geht's nach Hogsmeade. Wir sind schon da, Schätzlein. Wir sind schon da. So, jetzt gehen wir erstmal zu Pippin. Der uns immer abzockt. Ich mag dich nicht. So. Beschaffe und teste ein Donnergebräu. Obwohl, ich sollte mal gucken, ob ich das schon besitze. Alraune und Venemosa Tentacula. Okay, lass mal eben gucken, ob wir die Sachen nicht schon benutzen. Besitzen. Warum lädt er jetzt so lange? Was soll das? Ich will das nicht. Eine Alraune haben wir nämlich. Okay, da fehlt uns die Tentacula. Das ist die hier, ne? Enduros-Trank. Na, Donnergebräu müssen wir wirklich kaufen. Verdammt. Wie kann ich heute behilflich sein? Kannst mir wieder das Geld aus der Tasche ziehen. Aber erstmal kaufst du den Schrott. Damit ich mir deine Trinke überhaupt leisten kann. Und ich scheine besser zu sein. Mal gleich mal gucken. So, gib mir ein Donnergebräu. Jetzt hat der kein Donnergebräu oder was? Doch, da unten. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. 1000. Boah. Wenn ich jetzt wüsste, aus was der Trank hergestellt wird, ne? Guck mich nicht so an, du Abzocker. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hasse dich. Du hast mich dazu gezwungen. Bis bald. So, Kräutertante, die war. Wo ist sie? Ja, genau die andere Richtung. Gucken. Das war ein Onkel. Welch schöne Überraschung. Ja, geht so. Dammit. Flussgras, Knöterich. Ich weiß gar nicht, was ich dafür brauche, ne?
Das ist jetzt echt schlecht, was ich hier gerade gemacht habe. Kann ich schon behaupten. Jetzt gehen wir erstmal dahin. Ja, waren jetzt 200 Gold mehr als der Trank. Ort als Hogsmeade? Wahrscheinlich nicht. Das Hogsmeade hat das ganze Jahr über ein Weihnachtsdorf-Feeling. Immer schön ein bekanntes Gesicht zu sehen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ja, lass uns mal gucken, guter Mann. Tierfütterer. Ich weiß jetzt nicht, ob wir für die Pflanzen einen großen Topf brauchen. Oder einen kleinen. Ich glaube, das sind kleine Töpfe, ne? Mittelgroß. Fünf kleine. Großer Topf, zwei große Töpfe. Also der mit zwei. 3000. Fünftausendfünfhundert. Da haben wir schon nicht genug Geld. 3. 4. Wir gehen jetzt mal richtig shoppen hier. Wir nehmen einen großen erstmal. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Dann wollte ich den hier nehmen. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Oh, einmal kurz, Moment. Ja, Nase geputzt und dann fing ich an zu husten. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen ja, was haben wir da heute? Heute ist Mittwoch und es schneit wie verrückt. So, geheimer Raum. Bauen wir mal unsere neuen Tische auf, würde ich sagen. Und dann muss ich mal gucken, was uns fehlt, um den Trank herzustellen. Katsching. Identifizieren können wir noch. Uns fehlt Platz.
Ja, wir kriegen später noch mehr Platz. Da haben wir doch noch Platz, genau. Dann würde ich sagen, habe ich den Zauber. Der war's, oder? So, Zaubertränke. Wir hatten ja alles. Ach komm, wir machen mal eine andere Farbe, oder? Machen wir mal pink. So, dann hatten wir. Kleine. Stehe ich jetzt gerade nicht. Wir hatten da noch T-förmig. Oh, die sind nur die Kleine. Ach, muss ich. Hä? Muss ich da erst Tränke für mischen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich was Falsches gekauft? Habe ich Pflanztische gekauft? Ach Gott. Wollte ich das? Ja, ja, wollte ich. Glaube ich, Pflanztische und Brautische irgendwie durcheinander geworfen. So, das ist der jetzt mit drei mittelgroßen. Und dann haben wir hier den mit kleinen. Und das der mit einem großen. So, jetzt brauchen wir noch mittelgroße. Ne, das ist der, den wir da haben. Kleine. Warum nimmt der Kleine so viel Platz weg? Ach nein, ich habe die Farben nicht geändert. Hä? Der ist doch nicht pink. Nochmal. Jetzt. So. Oh. Nein. Jetzt. Nein. Stopp. Halt. Nein.
Was macht der denn jetzt? So. Ha. So, haben wir Samen. Nur Diptam, oder? Malvenkraut, Alraune, Knöterich. Okay, wir brauchen da überall. In den kleinen Töpfen machen wir die. Jetzt würde ich sagen... Bringen wir die auch mal nach unten. Oh. Dann stellen wir die auch hier so hin. So. Schrumpffeige. Haben wir überhaupt noch Geld jetzt? Um uns Samen zu kaufen? Wahrscheinlich nicht. Doch, 1200 haben wir noch. So, was haben wir denn hier Neues? Die sind schlechter. Okay. Nein. Auch noch nicht anziehen. Hatte ich nicht irgendwo noch was? Ach, die Brille. Doch. Hä? Hatte ich. Was? Na, Gesicht. 50. Oh ja, die ist wesentlich besser. Oh, die ist nicht schick. Wir haben irgendwie noch keine schicken Brillen. 4-Augenbrille, so ein Quatsch. Sonnenschutzbrille. Nee. Wenn wir mal eine coole Sonnenbrille kriegen, ja. Aber so nicht. Karte. Hogsmeade. Dann gehen wir nochmal gucken wegen Samen. Oh Mann, so viel zu tun, so viel zu tun, so wenig Zeit. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Richtig. Vor allem, wenn man da hinreist. Hallo Frau mit dem komischen Hut. Geh mir aus dem Weg.
Tag. Willkommen, immer herein. Hm, wo war ich gerade? Ich weiß nicht. Knöterich. Seitdem brauchen wir, glaube ich, ne? Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Schrumpelfeile. Ach, gib mir das auch. Kleintöpfen. Nein. Du musst mir was abkaufen. Sie haben einen guten Blick für Geschäftliches. Na, kann man sagen. Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Hab mal eben über 8000 Gold ausgegeben. Ich kann behaupten, meine Regale wären leer. Oh, heute mal eben über 8000 Gold ausgegeben. Nur für Pflanzen und Tränke. Eieiei. Die Blumen ruinieren mich noch. Oh, falsche Richtung. Okay. 6 Minuten. Nein. Die fertig? Nein. In kleinen Töpfen. Jegliche Töpfe. Groß. So. Wir haben jetzt hier schon unseren eigenen Kräuterkunde-Unterrichtsraum. Guti, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Und in der nächsten Folge beschmeißen wir da mal Gegner mit Alraune und Donnergebräu. Und hoffen, dass wir die Quest abgeschlossen bekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.